Vater, der hier so schön dröhnt, der ist jetzt 21 Jahre alt. Arbeitet sich damit ganz hervorragend. Da kann man eine Menge machen mit. Gerade einlagern, auslagern, Dachrinnen reinigen, Fugen verstreichen, alles Mögliche. Ein sehr schönes Gerät. Die Flachlagerung wird belüftet mit diesen Auszugskanälen, die liegen da unten. Die werden vor der Ernte ausgelegt und dann mit dem Kühlgerät wird es dann so auf 10 Grad runtergekühlt. Schon gleich in der Ernte. Dann kann da nichts passieren. Und seitdem ich so lagere, habe ich auch keine Rückläufer mehr von der Mühle. Das Getreide geht jetzt direkt zur Mühle. Und seitdem ich kühle, ist da noch nie was zurückgekommen. Das war vorher anders, als ich in einer anderen Scheune einen großen Haufen hatte. Da kamen regelmäßig jedes Jahr mehrere Lkw zurück. Wegen irgendwelcher Anstandungen. Dies hier ist das Kühlgerät, das GKT2111 von Firma Weishaar in Bad Salzuflen. Das ist also eine Kompressorkühlung mit den ganzen, also wie ein großer Kühlschrank. Das gleiche System hier mit Wärmetauscher und so weiter. Funktioniert gut, schafft am Tag ungefähr 25 Tonnen zu kühlen. Also das Kühlen dauert damit natürlich deutlich länger als die Ernte. Ja, dieses Kühlgerät hat mal 11.000 Euro gekostet. Ungefähr, wenn auch 12 gewesen sein, knapp, weiß ich nicht mehr genau. Der feuchte Entzug beträgt ungefähr 1 Prozentpunkt je Kühldurchgang. Also wenn das Getreide mit 30 Grad in der Ernte reinkommt und hat nachher 10, ist klar, dass die 10 Grad kalte Luft natürlich viel Wasser aufnimmt im Stapel, weil sie ja durch den Stapel erwärmt wird, durch den Getreidestapel. Und deswegen trocknet das Gerät natürlich auch. Eine eigene Vorwerkswaage ist natürlich eine schöne Sache. Wenn die Lkw dann kommen, kann man hier nochmal Kontrolle wiegen. Das ist jetzt nicht geeicht, das brauche ich auch nicht. Vor allem ist es wichtig für die Einlagerung in der Ernte. Ja, diese Vorwerkswaage ist nicht geeicht, könnte man natürlich. Ist unten so, dass man da kriechend drin langkommt, also auf den Knien, rutschend, nicht liegend. Das ist also noch eine alte Bauform mit Mechanik drunter.
die dann oben in ein elektronisches Signal mit einer Messzelle für die ganze Waage übersetzt wird. Ist natürlich eine schöne Sache, gerade für die Ernte. Da fahren wir dann hier auf den hält der Traktor kurz an und schreibt dann, das Gewicht wird hier oben angezeigt, in dem Buch auf. Das Leergewicht ist ja immer gleich bei jedem Traktor. Und dann kann man das aufschreiben. Und da braucht ihr auch kein Rechenprogramm. Das kann ich dann von Hand ausrechnen. Erträge, Lagermengen und so weiter.